Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mordor Schatten. Da ist er wieder. Ja, und so. Ich muss erstmal schauen, wo ich jetzt zum Schluss gewesen bin. Das müssen wir mal so in Erfahrung bringen. Und ich würde sagen, wo machen wir denn weiter? Wir könnten jetzt natürlich mit der Häuptling-Mission weitermachen, was ich nicht so toll finde. Ich würde sagen, wir gehen mal nach hier unten und sammeln mal so, fangen wir mit in dem Gebiet an, machen die Trinkquest und holen uns das Artefakt. Das heißt, wir reisen dorthin. So schön hingebriced. Rice mit Soße und so. Dann markieren wir uns das nette Artefakt dort oben. Habe ich das jetzt markiert? Ja, alles markiert. Wunderbar. Ausgezeichnet und so. Kurz ein Satz. Was ich jetzt nochmal gucken könnte, bevor wir hier großartig weitermachen. Und zwar Waffenruhen. Wie sieht's denn aus? Die Weißen, die sind ja ganz nett, aber es gibt halt auch ein paar andere schöne Runen. Fokuswiederherstellung. Fokuswiederherstellung. Verteidigung gegen Fernkampfangriffe. Von hinten, nee. Finde ich nicht so toll. Erhöht den Nahkampfschaden bei mittleren Trefferserienwerten. 15 bis... Ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding. Und dann schauen wir gleich mal hier nochmal nach. Erhöht den Nahkampfschaden bei hohen Treffer. Nee. Chance von 16% bei einem tödlichen Treffer 5 Gesundheit zu regenerieren. Ja. Das sind 16%, das heißt, das werden wir uns noch nehmen, gönnen. Und dann gehen wir mal auf den Bojen. Hat da bestimmt auch was Schönes. Nee, die Rune lassen wir mal drin. Die lassen wir drin. Und schauen uns mal an, was er noch so zu bieten hat. Bei einem tödlichen Treffer 10 Gesundheit. Chance von 32% bei einem tödlichen Kopftreffer Uruks in der Nähe in die Flucht zu schlagen. Ja. Gerne. Ist hier gekauft. Und dann Chance von 30%. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Chance von 20% bei einem Ritt auf... Nee. Gut, lassen wir mal. Dann, was haben... Oh, Alter, finde ich, haben wir aber ordentlich viele Runen und so. Chance von 37% bei jeder Aufzehrung oder Brandmarkung von oben... Was? Von oben 50? Achso, von oben. Ach nee, ist ja nur so speziell. Bei jeder Tötung mit Terrorisieren mehr als zwei Uruks in Angst. Nee. Das lassen wir denn auch mal. Dann schauen wir mal kurz, was wir noch so an Verbesserungen reinkloppen können hier. In die ganze Chose. Sofortiger Todesstoß. Nö. Schulterstoß auch nisch. Tödlicher Schattenangriff. Habe ich den nicht freigeschaltet? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Dann holen wir uns das doch mal, ne? Würde ich sagen. So, dann haben wir auch wieder ein paar Punkte zu vergeben. Die setzen... Ich glaube, in den Bogen eine Rune rein, das kann uns nicht schaden. Würde ich jetzt mal sagen. Ohne zu verzagen. Mir grummelt's im Magen. Und so.
So, dann haben wir jetzt noch eine Bogenrune. Da packen wir auch gleich noch eine Rune rein. Und zwar. Nee, das wollte ich nicht. Ja, warum nicht? Gönnen wir uns mal. So, jetzt habe ich ein bisschen was verteilt. Jetzt können wir weitermachen im Programm. Da hinten wird sich gekloppt mit irgendwas und irgendwem. Aber was ich mal machen könnte, ich könnte ja mal so rotzfrech sein und mal schauen, ob hier irgendwo ein Hauptmann rumdümpelt. Na, wen haben wir denn da? Skark. Skark Schwarzherz. Ein Hauptmann. Aha. Interessant. Haben wir noch einen hier? Ich meine, wenn. Oh. Du wirst keinen zweiten Ur finden, den es so nach Blut dürstet wie mir. Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. So. Wollen wir gleich mal ausprobieren. Ich frage mich, wie der Hammer sich seinen Namen. So, das ist Terrorisieren. Dann haut noch mal schnell da in die Gegend. Oder so noch ein Uruk. Den kriegen wir hin. Den schaffen wir. Den. In dieser verschissenen Höhle ist ein Grauk. Ich habe gerade nicht unbedingt Lust, da in diese Graukhöhle zu gehen. Warte. Scheiße. Ich rieche etwas. Ja, komm mal her. Riech mal. So, das war's für die. Och nö, warum ist denn da ein Grauk? Finde ich nicht gut. Was? Wen? Den Grauk? Na, viel Spaß, Alter. Blutrache jetzt verfügbar. Ich will nicht. Furcht. Ja, toll, dass ich darüber informiert werde. Interessiert mich eigentlich ein. Ach, du Scheiße. Oh fuck. Ganz leise. Leise. Psst. Ganz leise. Der darf uns nicht sehen. Wir holen uns schnell das Artefakt. Oh, das sieht ja geil aus. Schön, schön. Ja, wie auch immer. Graviertes Götzenbild des Morgoth. Lest euch das durch und ich suche die Erinnerung. Wie sollte es auch anders sein, direkt auf den Kopf. Und wir hören uns die Erinnerung an. Tarason, ihm wurde wahrlich das Blaue vom Himmel versprochen. Und was bekommen wir? Krieg! Steuern! Ha. Menschenopfer auf dem Marktplatz! Tag und Nacht kann ich die Schreie hören. Und wir sollen dieses widerliche Biest auch noch verehren. Der große Baum hält als Brennholz her. Des Königs Kopf ist mit Lügen gefüllt von seinem Ratgeber, dem Gefangenen in Ketten, Sauron, dem nun ach so edlen Sauron. Elendil hat recht. Numenor ist verloren. Die Schiffe können uns nicht schnell genug von diesem Leichenhaus fortbringen.
Ja, das ist die Fortsetzung quasi von der Geschichte, wo Sauron gefangen genommen wurde. Was natürlich auch sein Plan war. Ja, wissen wir Bescheid. Und jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Morgoth, der erste dunkle Herrscher von Oh, Mittelerde, fuck der off. große Feind. Sauron war sein Diener. Er Oh, war ihm fuck. treu ergeben bis zum Ende und darüber hinaus. Ja, kümmere dich mal darum, die Kollegen. Ich hab damit nichts zu tun. Halt mich da raus. Und so. So, erstmal hier ins Gebüsch. Die werden da ordentlich zerlegt. Oh, wen haben wir denn da? Nasu. Nasu. Mit der unreinen Nasu. Weiß? Ja, altgedienter Hauptmann, ne? Und so macht 7. Eieiei, das wird hier wirtet und so. So, wir wollten die kurze Mission machen. Trink. Diese Sklaven haben ihr Leben riskiert, um den Grog ihrer Herren zu stehlen. Als Strafe erwartet sie nun der Tod. Befreie sie von ihren Fesseln. Ja, klingt nach einem Gedicht. Mir doch egal, ob da ein Gau. Oh, das klang nah. Na toll, auch noch ein Karagor. Als ob ich nichts anderes zu tun habe. So, ich mach die Mission. Quest. Aufgabe. Ach nee, nicht da drin. Fuck. Ich meine, Mist. So, Grogfässer vergiften. Ah. Grogfässer vergiften? Na, viel Spaß, Alter. Warum solltest du Grog stehlen, Sklave? Du hast doch allen Schlamm, den du willst. So, und da kommen wir wahrscheinlich rein. Aber irgendwie muss ich den loswerden. Wirst du uns als Zündholz dienen? So, ich will den jetzt vergiften. Ja, mach, komm, lass knacken. Ja, super. Warum lauft ihr auch gerade da lang, ey? Willst du mich verarschen? Ja, das wird sein. Einbildung. Nee, ich bleib nicht stehen, Freundchen. Fuck off. Komm du doch her und kämpfe. Kleiner Pisser. So, trinkt von eurem Grog. Irgendwie nach Blut? Nö. Das bildest du dir nur ein. Ich rieche es auch. Riecht nach Karagorblut. Das bin ich, ihr Idioten. Er ist weg. Was für ein Feigling. Na dann, komm, Freundchen. Mach mal einen Schuh, damit ich dich bespringen kann und so. Die Schützen, die Feuer verschießen können, sind auf Öl ausgebildet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da wollen wir mal. Ich habe hier draußen schon länger überlebt als alle anderen. Und wo
wurde immer noch nicht befördert. Die Häuptlinge sind viel zu beschäftigt mit diesem Tag, als jemanden wie dich zu bemerken. Wenn sie euch Kinders hören, werden sie sich stattdessen euch zuwenden. Lass sie nur. Ich werde ihnen sagen, sie sollen beiseite treten und mich nicht. Ich glaube, das war der Tag. Er zittert hier ruhig wie? Vor ihnen. Ich habe keine Angst. Wie, der Tag? Der Tag ist gar nicht da. Ich hab gehört, du stiehlst gern Grog-Sklave. Vielleicht ertränken wir dich darin. Ich das nochmal machen? Nee. Ich mit dem Fass. Ich muss das jetzt mit einem. Oh shit. Ich mach mal einen Schuh. Warum solltest du Grog stehlen, Sklave? Du hast doch einen Schlamm, den du willst. Ist da oben vielleicht noch irgendwo ein Fass? Gefällt mir nämlich irgendwie gar nicht, dass es hier in der... Wo denn? Oh, Shittinger. Kommt er jetzt hier runter? Er kommt da runter. Fuck. Weg. Ich hab gehört, du stiehlst gern Grog-Sklaven. So, Moment, wir holen uns mal kurz ein paar Pfeile. Mann, komm, lauf doch mal schneller, Freunde. Warum solltest du Grog stehlen, Sklave? Du hast doch allen Schlamm, den du willst. Lauf. So. Und nun zum Grog. Nein. Ich hab genug von Undun. Grog brennt recht gut. Wenn du noch einmal trinkst, wirst du uns als Zündholz dienen. Ja, komm, trink mal was. Aber bitte nicht hier runterspringen. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Moment. Was? Ich rieche etwas. Oh, Entschuldigung. Das waren die Bohnen von gestern. Hier treibt sich ein Mörder herum. Ess doch den Grog. Trink doch den Grog einfach. Schlitzt ihn auf! Wen denn? Alter. Komm hoch hier. Oh, danke. Schnell ausgetrickst. Ey, Alter. Ha, der Waldläufer weiß, dass wir zu stark für ihn sind. Der Uruk wurde umgebracht. Der Waldläufer. Ab in den Kopf. So. Komm, das eine Fass. Hallo? Genau. Wir machen noch schnell das eine Fass hier und dann befreien wir mal die Sklaven. So. Fertig. Ja, komm mal. Runter hier. Bleib standhaft und kämpf.
So. Danke. Mit wem redet eigentlich der Uruk? Also ich meine, seine Kollegen sind ja jetzt, die haben Feierabend gemacht. So. Ich danke dir. Kannst du mich hören? Wir brauchen Hilfe. Erledigt. Sehr schön. Danke, dass du uns gerettet hast. Dein Krog war es nicht einmal wert. Hat geschmeckt wie nasses Zwergenhaar. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, woher weiß er, wie nasses Zwergenhaar schmeckt? Alter. Ach, schau mal einer an. Dum-di-dum-di-dum. Ich meine, er war gerade in der Nähe. Kann man sich auch mal gönnen, ne? Also, warum auch nicht? Ja, und schon ist er weg. So, Freunde. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht hier in dem Gebiet. Jetzt haben wir hier noch eine Dolch-Legenden-Mission und eine Schwert-Legenden-Mission. Das, liebe Freunde, würde ich sagen, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ne? Ich porte mich mal kurz hier hin. Starre in den Sonnenuntergang oder Aufgang. Ich glaube, Untergang ist das. Und verabschiede mich in Demut von euch. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen zu Mordors Schatten. Bis dahin, haut darin, wa? Ich bin mal raus. Ciao. Fange ich erst gar nicht an. Sorry.